Und zwar haben wir die Wohnung bekommen! Yay! Was geht ab? Ich heiße euch willkommen zurück zu einem neuen, Vlog kann man das eigentlich nennen. Freitag, der 6. März. Ich mache gerade einen Doppelvlog, also ich vlog eigentlich auch gerade. Und zwar wollte ich euch jetzt mal mitnehmen. Die Wohnung ist an sich hier schon groß, aber wir brauchen ja trotzdem etwas Größeres, weil wir sind ja jetzt vier Leute mit Nabila zusammen. Und heute haben wir endlich den ersten Wohnungsbesichtigungstermin. Leider muss Sultan arbeiten, also der kann da nicht mit. Ich habe noch 10 Minuten Zeit, werde mir noch Lipgloss drauf machen und euch ein bisschen erzählen, gell? Also hier sieht's aus, also wenn ihr den Hintergrund hier alles beobachtet, nicht wundern. Also ich bin wirklich in der Eile. Aber wollte den Vlog unbedingt hier schon starten. Weiß gar nicht, wie ich das gestalten soll. Wir haben eine Wohnungsbesichtigung für eine Vierzimmerwohnung. Und zwar bei meinem Wunschgegend überhaupt. Und zwar bei Zanes Kindergarten. Also ich hatte wirklich Geduld. Ich wollte unbedingt, wenn wir umziehen, dann dorthin, weil da wurden halt gerade neue Wohnungen gebaut. Und jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir den ersten, oder ich, den ersten Termin. Und ich fahre jetzt rüber. Heute, Freitag, ist eine Besichtigung für eine Vierzimmerwohnung. Und nächste Woche, Donnerstag, habe ich eine Besichtigung für eine Dreizimmerwohnung, die aber laut Grundriss eigentlich groß geschnitten wurde, dass es eigentlich eine Vierzimmerwohnung ist. Aber ja, mal sehen. Wir schauen es uns dann später an. Erstmal die Vierzimmerwohnung. Und ich bin mega aufgeregt, konnte nicht schlafen. Also ich habe kaum geschlafen. Ich bin zu aufgeregt, bin immer noch aufgeregt. Und ich hoffe, dass alles gut geht. Heute ist Freitag. Das heißt, ein heiliger Tag für uns Moslems. Und ich hoffe, das läuft alles so, wie ich mir wünsche. Das wäre natürlich geil, wenn wir die Vierzimmerwohnung bekommen. Aber ja, müssen wir auch schauen mit dem Geld natürlich, ne? So, ohne Geld nützt da auch nichts, wenn wir eine Vierzimmer bekommen. Ach Gott, ich hoffe, das läuft gut. Ich glaube, das ist so eine Besichtigung, wo viel mehr Leute sind. Also ich bin nicht alleine mit der Maklerin, sondern ich glaube mit ganz vielen anderen. Und die nächste Woche, Donnerstag, da bin ich, glaube ich, alleine. Doch, ich glaube, da bin ich alleine. Aber heute sind es noch viele andere. Und das ist das, was mir halt so ein bisschen Sorgen bereitet, ob ich da auffalle. Ja, oh Gott, ich bin einfach aufgeregt. Aber ich freue mich. Also wenn dieses Video online kommt, haben wir entweder die Vierzimmerwohnung oder die Dreizimmerwohnung bekommen. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine von den beiden bekommen, auf jeden Fall. Los! Ja, ich habe eine Bluse an. Ich habe mir eine Bluse angezogen und so eine Hose hier. Und ja, ich war jetzt, bin jetzt da. Ich habe jetzt noch 20 Minuten Zeit, bis es losgeht. Ich werde natürlich ein bisschen früher auftauchen. Auf jeden Fall muss trotzdem noch mal klarkommen. Und ich hoffe, ich habe alles zusammen. Eigentlich habe ich alles zusammen, aber ich habe irgendwie das Gefühl. Nee, habe ich nicht. Sag mir, das schaffst du. Das schaffst du, das schaffst du, ja? Das schaffst du. Ich setze mein schönstes Freitagslächeln auf und bin charmant wie immer. Und dann sollte das eigentlich ganz gut klappen. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Naja, wird schon. Wird schon, 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 wird schon. Wird schon, wird schon. Naja, mal sehen. Also ich weiß gar nicht, wann dieser Vlog online kommt. Ich glaube, der kommt dann erst, wenn ich die nackte Roomtour mache für euch. Damit es nicht allzu peinlich kommt. Naja, drückt mir die Daumen in die Vergangenheit rein. War das Deutsch? Nein. Auf jeden Fall weiß ich, dass ihr mir die Daumen drückt, wenn ihr gewusst hättet, dass ich heute einen Termin habe. Gut, weil ihr seid krass. Oh mein Gott, ich brauche mehr Positivität. Ich hoffe, Nabila ist gut gelaunt. Ich habe Kinderwagen extra dabei, da muss ich diese Autos jetzt nicht schleppen. Nabila, vielleicht kriegen wir eine Wohnung, eine neue. Vielleicht kriegen wir eine neue Wohnung, mein Schatz. Es wäre doch schön, oder? Ja. Okay, dann geh mal los. Ich melde mich wieder aus dem Auto. Ich dachte, ich melde mich jetzt direkt, damit meine Gefühle direkt eingefangen werden können, bevor ich später erzähle und dann halt keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall, die Wohnung ist wunderschön. Und ich hoffe, wir bekommen sie. Das Ding ist halt, dass ich ja jetzt gerade nicht arbeite, weil ich ja in Elternzeit bin und deswegen verdienen wir ein bisschen zu wenig für die Wohnung. Ja, ich habe gesagt, sobald ich wieder anfange zu arbeiten, haben wir das Geld schon fix wieder drinnen. Dass ich noch einen Nebenjob mache und dass Sultan wahrscheinlich dann auch, also dass Sultan dann auch einen Nebenjob anfangen wird.
und wir können auf jeden Fall die Wohnung bezahlen, habe ich zu ihr gesagt. Und ja, da waren noch drei andere. Eine Frau mit ihrem Mann, ein Mann mit seinem Kind. Aber ich glaube, er wollte sich die Wohnung, also die Wohnung ist nicht für ihn. Er hat irgendwie gesagt, in Vertretung, keine Ahnung. Da war noch eine Frau und ihre Tochter dabei. Und die Frau mit dem Mann hat eigentlich gesagt, meistens wird es an Familien verteilt, die kleine Kinder haben, weil sie hat schon Erwachsene. Und ja, sie schaut, mal sehen, habe ich halt gesagt, ja, immer positiv denken. Ich motiviere sie, obwohl ich positiv denken sollte. Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt so ein gemischtes Gefühl. Wenn wir sie bekommen würden, ist es ganz großes Glück, ganz, ganz, ganz großes Glück. Wenn nicht, dann war klar, dann halt, ich habe so eher ein negatives Gefühl. Aber ich hoffe einfach trotzdem, dass es positiv ausgegangen ist und dass ich meinen Charme habe spielen lassen. Oh Gott, die war so, so schön. Oh, so, so schön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh Gott, die wäre so schön, so perfekt, so hell, so toll. So viele Zimmer, Wohnzimmer und Küche waren gut getrennt, weil die waren halt zusammen, so wie unsere Wohnung jetzt. Aber wenigstens gut, dass man es richtig gut abtrennen kann. Und ich hoffe so sehr auf diese Wohnung. Bitte. Oh Mann. Ja gut, ich melde mich dann. Ob es geklappt hat oder nicht, das ja, das sehen wir dann. Hi Leute! Jetzt melde ich mich so nochmal bei euch. Sorry, mir fällt jetzt gerade erst auf, dass ich irgendwie an dem Tag, als ich die zweite Wohnungsbesichtigung hatte, nicht gedreht habe, beziehungsweise ich denke, ich habe gedreht, aber ich finde das Material jetzt einfach nicht mehr. Aber es kann auch sein, dass ich nicht gedreht habe. Ich kann mich noch erinnern, dass ich da fast zu spät gekommen bin zum Termin und es war sehr, sehr stressig. Tut mir leid, aber ja, es geht auf jeden Fall weiter hier im Vlog und jetzt erfahrt ihr, ob wir sie bekommen haben und welche von denen wir bekommen haben. Viel Spaß! Ich melde mich dann wieder und zwar haben wir die Wohnung bekommen! Ja, ich freue mich so sehr. Leider die kleinere, aber immerhin Wunschobjekt, also da, wo ich hin wollte und ja, einfach toll. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über den Anruf. Ich musste noch mal ein paar Sachen, also sie haben mich heute früh angerufen, dann musste ich noch mal ein paar Sachen nachreichen, die irgendwie verschwunden sind. Keine Ahnung, ich habe eigentlich von Anfang an alles denen geschickt, aber die haben es nicht mehr gefunden. Und jetzt haben sie mich nochmal angerufen und ich sollte das nochmal nachreichen. Das habe ich dann gemacht. Und ja, und gerade eben hatte ich den Anruf, dass wir die Wohnung bekommen haben. Juhu! Ja, ich freue mich voll. Ich habe schon hier Party gemacht mit den Kindern. Zane, sag mal. Zane ist jetzt ein Tiger. Ja. Wir haben uns schon gerade riesig darüber gefreut. Ich habe dann auch meinem Papa gleich mal Bescheid gegeben und so. Ja, mal sehen. Eigentlich Einzug ist geplant in April, aber es wird jetzt verschoben wegen dem Coronavirus und alles. Und das ist eigentlich richtig gut, weil wir müssen ja auch noch hier kündigen. Man hat ja Kündigungsfrist von Monat, also 4 Wochen, glaube ich. Hey Leute, das ist jetzt ein ganz anderes Bild, ich weiß. Ich war jetzt gerade beim Video nochmal anschauen, ob ich alles habe und habe ja gemerkt, dass mir eh ein paar Segmente fehlen von der zweiten Wohnungsbesichtigung. Es regt mich so auf. Ich habe überall gesucht, aber ich habe einfach kein Material dazu. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Und jetzt merke ich, dass ich ja den Schluss nicht gedreht habe, weil Nabila ja angefangen hat zu weinen, weil sie unbedingt die Kamera haben wollte. Ich wollte nur sagen, ich hatte gerade erzählt gehabt, dass Einzugstermin am 1. April ist, aber es wurde dann verschoben auf den 1. Mai, was ja gut ist, weil wir haben ja sowieso diese Kündigungsfrist nicht von einem Monat, wie ich das davor gesagt habe, sondern von 3 Monaten. Ich wusste das gar nicht, dachte, man kündigt und dann hat man einen Monat Zeit, aber anscheinend muss man trotzdem 3 Monate Kündigungsfrist von 3 Monaten einhalten, voll krass. Naja, auf jeden Fall, genau, trifft sich das eigentlich ganz gut und ja, damit beende ich auch hier das Video. Wenn ihr noch Fragen habt zu der Wohnung oder wissen wollt, ja, keine Ahnung, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann schreibt es mir in die Kommentare rein. Dann kann ich nämlich für nächste Woche ein Video planen für euch, weil ihr seid sehr interessiert an unseren Umzug, was mich sehr, sehr freut. Und danke für die ganzen Glückwünsche von euch. Also ich feiere es. Ich habe schon im Video gesagt, ihr seid nämlich krass und ich wusste es auf jeden Fall, dass ihr euch sehr für uns freuen werdet. Genau, wenn ihr Bock habt, können wir so ein Q&A machen. Wenn ihr Fragen habt, es muss jetzt nicht nur zur Wohnung sein, egal zu was. Und das versuche ich euch dann im nächsten Video zu beantwortet. Da könnt ihr mir auch gerne schreiben, was ihr alles sehen wollt. Ich habe ja schon gefragt, ob ihr die Roomtour haben möchtet, die nackte Roomtour. Und ja,
Wenn ihr Bock drauf habt, dann mache ich das auf jeden Fall. Genau. Stellt mir Fragen, wenn ihr welche habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann ganz einfach in einem nächsten Video oder in einem nächsten Vlog wieder. Und danke fürs Zusehen, danke fürs Einschalten und tschüss.